Soddele, moin moin und herzlich willkommen hier zu einer neuen schliegenruhigen, entspannten Folge Farthest Frontier. Hier im Herbst des Jahres, keine Ahnung. Wir haben 96 Einwohner, waren ja hier am Feld dran, das ist vergrößert worden. Ne? Dafür ist es nicht perfekt, aber hier für die Erbsen ist es perfekt. Ich würde jetzt gerne noch ein Feld machen, aber da wir so schlau waren und hier im wunderbaren, besten Gebiet für unsere Felder schön unsere Häuser gebaut haben, würde ich sagen, machen wir hier so noch ein Feld hin. Nehmen nur gerade die Weißdornbüsche, können wir die auch? Die können wir nur entfernen, leider, ne? Die können wir nicht abbauen, weil es gibt ja auch, alles Weißdorn hier. Es gibt auch Heidelbeerbüsche. Das hier ist ein Heidelbeerbusch. Guck, den zum Beispiel, den kann ich hier entfernen. Könnte ich dann irgendwo hier zu unserem Sammler stellen, dass der die da sammelt. Aber lassen wir das mal gut sein. Jetzt machen wir erstmal hier noch so ein Feld hin. Es muss ja nicht übertrieben groß sein. Ich möchte nur auf jeden Fall schon mal ganz, ganz dolle 1, 2, 3, 4, 5, sagen wir mal so. Wie groß machen wir das jetzt? 7x7 reicht das? Oder machen wir mal 8x8. So, 8x8. Das ist nicht mega groß, das ist nicht mega klein, das ist so schön in der Mitte. Weil ich glaube, das kleinste Minimal, was man haben muss, ist 5x5. Das größte ist, glaube ich, 12x12. Das haben wir ja hier rechts. So, da machen wir ganz viele Erbsen. Hier auf der anderen Seite machen wir jetzt noch ein bisschen was anderes Zeug. Da müssen wir gucken, was die haben wollen hier. Essen haben sie alle. Wasser ist nicht so viel. Nahrung, Klamotten, Kleidung. Da könnte man nämlich auch mal Flachs drauf machen, dass wir an die Kleidung kommen. Dann hätten wir das auch. So, als erstes machen wir mal wieder Schnello. Schnellomatico, dass es hier weitergeht. Das hier ist Blattgemüse, das kann ich nicht einsammeln. Das ist Ansammlung von Kräutern. Okay. Mal gucken. Hier ist alles gerodet. Wir brauchten ja viel Holz, ne? Da müssen wir auch gucken. Ich weiß, wie viel machen wir denn hier? 15 plus... Der Markt gibt ganz schön viel Geld. Wir könnten eigentlich auch direkt, wo ist es? Verteidigungsanlagen. Nochmal einen Turm irgendwo hinbauen. So auf der Ecke. Zum Beispiel hier hin. So. Und dann könnten wir hier auch noch einen hinbauen. Dann haben wir schon mal ein bisschen Verteidigung, weil wir garantiert auch gleich wieder angegriffen werden. Jetzt machen die oben natürlich nichts, weil gerade Winter, kalt und so. Hier ist alles voll, ey. Alles voll. Und 5 Monate sind verdammt wenig, muss ich sagen. Die wir übrig haben hier. Vor allem, weil einer noch vergammelt. 15 sind hier drin, 4 von 5. Machen wir mal noch einen hoch auf 6. Dann können wir mal gucken, was fehlt denn hier noch? Eine Schule. Schule könnten wir gleich auch bauen, weil wir haben endlich genug Ton. Aber lass sie erstmal die ganzen Wurzel hier bauen. Da können wir direkt gucken, was das kostet. Nahrungsproduktion, Lager, Annehmlichkeiten, Schule, Handelsposten. Schule kostet wie viel? Nur einmalig 150. Könnte man die eigentlich direkt hier reinsetzen, ne? Können wir die Schule direkt hier reinsetzen? Gucken wir mal, was das bringt. So. Aber erstmal die Wachtürme fertig bauen und das zweite Feld dann im Frühjahr. So, dass sie dann anfangen können, das zu roden. Dass da schön keine Steine, kein Unkraut, nichts mehr drin ist, ne? Damit wir da vernünftig Lebensmittel anbauen können. Weil du siehst, 4, jetzt geht das rapide runter. Jetzt wird's eng werden. Schätze ich mal. Jetzt wird's eng werden. Wobei wir hier ja auch schon mal rausnehmen können. Weil die Bohnen machen immer 1% hoch. Das sind die hier, ne? Erbsen sind es. Okay, die machen 1% hoch. Das wäre 1, 2, 3% hoch. Der Klee bringt es auch 3% hoch. Das wären 6% hoch. Und der Kohl, der kostet 4%. Das heißt, 2% würde es immer... Die brauchen... Was brauchen die hier? Dürretoleranz, Hitzetoleranz. Okay, dann tue ich die eher mal so schieben. Ein bisschen. Sagen wir mal so. Ja? Die hier bringen auch 1%. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 7% hoch, 4% runter. Trotzdem tut es immer 3% steigen. Nach jedem Zyklus. Sollte also passen. Das heißt, irgendwann ist es bei 100 und bleibt da auch. Finde ich gut. So, einen Lehrer, Schrägstrich Lehrerin. Wobei, das sieht mir aus nach einem Lehrer, oder? Nee, May.
Plant eine Lektion. Neujahr, Jahr 13. Siehst du mal, dann war es Herbst, Jahr 12 am Anfang. So, jetzt gehen wir wieder alle aufs Feld, ne? Yep. Sehr gut, sehr, sehr gut. Wie viel tut das hier wegmachen? Felder zur Pflege, statt sie zu bestellen, kannst du den Unkrautwuchs reduzieren und Steine von den Feldern entfernen. Da müsste eigentlich das eine auch immer reichen. Wir haben noch 3% jetzt. Wir gucken mal, ob das reicht, ob das nicht reicht. Es müsste eigentlich reichen. Steuern sind eingenommen. 5 machen wir noch plus. Ja, Wachausbildung ist halt so teuer, ne? Jeder Turm kostet 5. Aber wenn wir mal mehr Leute da reinsetzen würden, dann würden wir auch schneller Geld kriegen hier. Problem ist nur, was heißt Problem? Wir brauchen da halt nicht mehr reinsetzen, weil wir halt keine Schatzkammer haben, wo das ganze Gold reingeht. Zumindest noch nicht. Das ist eine Gruft. Können wir mal gucken, wo die ist, was die kostet. Tempel, Rattenfänger brauchen wir bestimmt auch, wenn die aufsteigen. Deswegen wollte ich die ja noch nicht aufsteigen lassen. Hier, Schatzkammer. Die braucht halt Eisenbarren, die haben wir nicht. Die kommen jetzt auf Stufe 3. Deswegen brauchen wir halt noch nicht das Ganze da bauen lassen. Wird ja eh nicht fertig, ne? Von daher... So, ihr seid fertig hier, oder was? Ah, die gehen ihnen jetzt helfen hier, ne? Genau, die gehen gerade hier helfen, weil es wird hier sammelt. Es wird hier sammelt. Das ist gut. Guck, Essen für 4 Monate, Essen für 3 Monate vergammelt jetzt gleich. Das ist nicht gut. Jetzt gehen die wieder hier rüber. Jo. Fertig sind sie noch nicht. Aber gleich. Ich hoffe, das bringt was. Fertig. Jawohl. So, dann können wir jetzt mal hier in dem Jahr anfangen. Dann machen wir jetzt erstmal 1, 2, 3. Dann machen wir hier 1, 2, 3. So. Reicht sogar nicht. Und hier noch. 1, 2, 3. Bitteschön. Nicht genug Platz. Was? Stimmt doch gar nicht. Ich meine, die stehen hier rum, die machen nichts, weil es gerade nichts zu tun, ne? Die haben 10 Arbeiter und die haben 6 Arbeiter. Wenn ich jetzt hier gucke, haben wir wieder zu wenige, die tragen, ne? Nein, noch 15. Perfekt. So, weil die hier gerade nichts zu tun haben, helfen die natürlich denen hier. Machen wir schon mal ein Tor hier hin. Straßen und Zäune. Machen wir so. Jetzt den Zaun. Nein, so. Genau, und dann kommt natürlich noch Autosave. Wie immer, man kennt es. Es kommt immer zum unpassendsten Zeitpunkt, ne? Jedes Mal. Aber wirklich, jedes Mal. So, das funktioniert. Die sind dran. Wunderbar. Wunderbar. Das heißt, wir haben eine Schule. Wir haben mehr Verteidigung. Wir müssen uns primär um die Nahrung kümmern jetzt. So, der sammelt da oben, ne? Oder ja, in dem Bereich. Das heißt, den hier... Habe ich jetzt da drauf gedrückt? Ja, ich wollte doch hier hin. So, wer sammelt hier? Niemand? Müsste aber auch wer sammeln. Die sammeln da hinten, glaube ich, ne? Dann schieben wir die Heidelbeerbüsche gerade hier so an die Straße. Dass sie auf jeden Fall in Range sind. So, dann kannst du die nämlich auch noch einsammeln. Und die sind alle beisammen und wir müssen da nicht immer kreuz und quer in der Gegend rumrennen. Was sonst noch irgendwas hier hinten? Nein, das sind Haselnüsse. Haselnüsse. Okay. Nam 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 nam. Oh, sehr schön, ne? Sehr, sehr schön.
Ich liebe es. Ich liebe es, dieses Spiel. Es ist so schön. Das ist alles Weißdorn. Was sagt die Nahrung denn? Ist ganz schön runtergegangen. Da war sie mega hoch und jetzt ist sie runtergegangen. Warum auch immer. Das ist halt ein Riesenhaufen verdorben. Naja, zumindest geht die Bevölkerung nicht weiter hoch. Was fehlt denen? Wir müssen 30 haben und sind bei 24%. Okay, ich glaube, denen fehlt noch hier Kleidung. Wie gesagt, wir wollten ja mal Flachs da drauf machen. Können wir dann gucken, was Flachs kostet. So. Das war der Klee. Ne? Ah ne, das waren die Erbsen, okay. Sind wir bei 6% Unkrautniveau. Bei 78% Fruchtbarkeit, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. So, ich habe mal ein bisschen weiterlaufen lassen. Das Feld wird jetzt hier gereinigt langsam, aber es kommen gerade Plünderer. Das heißt, wir müssen uns hier ganz schnell ins Hauptgebäude begeben, damit wir verteidigen können. Die Sandgrube ist mir egal. Von rechts und von oben kommen sie. Das heißt, die werden uns bestimmt hier den Ton wieder kaputt machen. Wetten wir? Werden sie da irgendwas plündern und kaputt machen. Garantiert. So, den hier Brennholzproduzent habe ich auch erstmal ein bisschen ausgestellt. Dorf wird überfallen. Natürlich, hier runter kommen sie. Siehst du? Gut, dass wir hier schon mal einen ersten Turm haben, der ein bisschen schießen kann. Lass den ja in Ruhe. Da sind sie dran. Oh nein, die haben den Turm zerstört da hinten, die Säcke. So, dann kommt mal her. Wir vernichten euch. Einer ist abgehauen da oben. Aber ansonsten ist Ruhe, ne? Nicht viel da. Machen wir mal aus. Jawohl. Den müssen wir natürlich direkt wieder aufbauen. Und hier haben wir noch einen zweiten Jäger, habe ich jetzt gebaut, damit wir mal ein bisschen mehr Felle kriegen und so weiter. Damit der Gerber hier was zu tun hat und Klamotten für den Winter herstellen kann. So, das haben wir. Ich habe auch mal geguckt hier. Die meisten hier, die heulen rum, weil sie keine Spiritualität haben. Da müssen wir gucken, wir können den ja hier so einen Schrein hinbauen. Eine kleine religiöse Stätte, die auch von Spiritualität und Erfüllung schenkt. Genau das wollte ich haben. Schule, geschmückter Stamm, Rattenfängerhaus brauchen wir noch nicht. Das ist ein Tempel. Zentrale religiöse Stätte der Siedlung, die Dorfbewohner und Spiritualität schenkt. Gut. Nehmen wir erstmal so einen Schrein. Der passt nämlich auch wunderbar hier rein. Hauen wir mal so dahin. Können wir den bauen. Ich weiß gar nicht, was der kostet. Monatlich 4. Kriegen wir noch bezahlt, wir haben 10. Passt. Gut, dann sollten die nämlich eigentlich alle relativ froh sein. Und die Zufriedenheit hochgehen. So rum. Die haben den Kohl eingesammelt. Wir sind jetzt bei 9% von 75. Das geht gleich wieder 1 hoch. Dann wären wir bei 76. Dann wären wir bei 79, 80, 81. 82, dann 78. So geht's halt Stück für Stück immer hoch, ne? Immer 3-4% hoch. In jedem Dreierzyklus. 10%. Gleich wird wieder Unkraut gejätet und so. Das müsste eigentlich passen dann. Aber hier ist halt immer noch, ne? Das dauert, bis die fertig sind, ey. Zweite Feld ist halt nur irgendwie so Beiwerk. Bis es mal fertig ist. Wir können ja mal alles durchklicken, was wir hier noch so machen können. Das ist mir alles zu teuer. Wohnraum könnte ich machen, aber will ich das? Nein. Lager, Wagenwerkstatt haben wir schon. Ein Kornspeicher. Oberirdisches Gebäude, solange von Weizen und anderem Getreide. Der Kornspeicher erschwert es auch, Ratten und anderen Schädlingen Nahrung zu stehlen. Okay, haben wir eh noch nicht. Noch ein Lagerhaus, ein Rübenkeller. Eine Obstplantage wäre vielleicht interessant.
Mit Brot und so warten wir, glaube ich, noch ein bisschen. Oh, das könnten wir machen. Guck mal, eine Kerzenwerkstatt. Dann können wir aber auch die Imkerei hier draufstellen, weil die bringt, glaube ich, ne? Honigbonus 68%. Und hier hinten irgendwo? Nix. 79. 76. Oh, wir haben keine Steine mehr, sehe ich gerade. Wir stellen die mal so hier rein. Ich meine nämlich, das hat was gebracht, dass wir die so da reingestellt haben. So. Bitte abbauen. Dann können wir direkt noch den, wo ist er hier? Die Kerzenwerkstatt können wir noch hinmachen. Auf den Sand? Ich weiß nicht. Wir hauen die mal hier unten neben so. So geht's nicht, aber so. Bitteschön, dann können wir nämlich auch Kerzen machen. Dann hätten wir das schon mal. Seifensiederei, die brauchen Talg und Kräuter und Brennholz. Haben wir denn Kräuter? Wahrscheinlich wieder null, ne? Ich kenne mich ja. Ja, guck, Spiritualität und Klamotten sind halt nicht ganz voll. Ich wollte hier den Flachs drauf machen, um zu gucken, ob das reicht. Aber dazu muss erstmal das Feld perfekt sein. Sprich, kein Unkraut mehr und die Fruchtbarkeit hoch. So, dass das passt. Die sind alle da dran. Sand, Kohle. Wird verwendet, um Holzkohle aus Stämmen zu gewinnen. Anstelle von Kohle kann bei Bedarf Holzkohle verwendet werden. Mhm. Frage ist nur, bringt das was jetzt im Moment, ne? Nicht wirklich, denke ich mal. Der braucht auch noch 11 Steine. Siehst du mal, alles braucht Steine hier. Habe ich wieder gut aufgepasst. So. Das sollte reichen, wenn sie die da wegmachen. Auch wenn es nichts bringt, ich finde, es sieht cool aus, dass sie so mitten auf dem Feld stehen. Das sind halt Winterbienen, ne? Die halten die Kälte aus, aber geben keinen Honig. Sehen nur schön aus. Ein Gebäude steht im... Was? Wer denn? Lül, die Räucherkammer steht in Flammen. Und er steht da und repariert. Okay. Das ist alles voller Gold hier. Das muss unbedingt da raus. Das muss dann in die Schatzkammer, soweit wir das können, später. Übel, ey. Übel. Tschüss. Geil. Ach, wie schön. So, aber den Angriff eben haben wir auch erfolgreich abgewehrt, ne? Hier oben haben sie auch nichts kaputt gemacht. Nein. Da sind sie durch. Die stehen schön auf dem Haufen. Guck mal hier. 18 Monate essen, 12 Monate vergammeln jetzt demnächst. Schade, ey. Schade, schade, dass so viel Essen da vergammelt. Winter ist vorbei. Das gebaut, das gebaut, das gebaut, jawohl. Ah, guck mal, jetzt will ich schon der erste aufwerten, aber das lassen wir lieber mal sein. Ich kann mich nämlich noch daran erinnern, wenn du jetzt aufwertest und die nicht alle Bedürfnisse befriedigt bekommen, ja, dann werden die wieder sauer und sind traurig und dann ziehen sie wieder aus dem Haus, weil das bleibt ja auf Stufe 2, aber sie haben keinen neuen Platz in einem niedrigstufigeren Haus. Das ist das Problem dann. So, die sind alle voll hier, ne? Gebäude voll. Voll, 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 voll. Die sind... Ja. Reicht noch. So, hier haben wir einen, der Kerzen produziert. Was fehlt? Ist Bienenwachs. Aber der kommt gleich. Da glaube ich fest dran. Dieses Lager ist leer. In der Imkerei werden Bienenstöcke angelegt, über die Dorfbewohner Honig erhalten. Bauern müssen sich um dieses Gebäude kümmern. Ja, tun sie doch. Honigbonus 68%. Frage ist jetzt natürlich, ist das gut oder ist das schlecht? Es geht auf jeden Fall besser. Kein Goldlager. Ja, wir sind schon wieder voll, ne? Aber ich brauche die Schatzkammer, wie gesagt, noch nicht bauen. Das macht keinen Sinn. Hm.
Müssen wir gucken. Müssen wir gucken. Was brauchen wir denn, um hier aufzusteigen? 25 Häuser. Pff. Ein Handelsposten. 150 Bevölkerung. Uiuiuiui. 200 Ton und 2000 Gold. Da kriegen wir ja gar nicht hin, wenn ich das Gold hier überall reinstopfen. Da müssen wir ja noch Lager bauen, wo das Gold reingeht. Auf jeden Fall haben wir schon mal viel mehr hergestellt als letztes Jahr mit den 30. Das ist schon mal gut, das gefällt mir. Nüsse, Weißdorn, Weißdorn. Ich weiß nicht, wo hier Nüsse herkommen, ey, wenn ich das sehe. Wir haben noch alles abgerodet hier. Sind die immer noch dran? Die sind immer noch dran. Sehr fleißig. Sehr fleißig. Die sind auch noch dran, ne? Schon wieder Hitzewelle. Ist immer nur Hitzewelle. Na, da haben wir ein Glas Honig. Ja, ein Glas Honig. Passt also. Sehr gut. Alle wuseln und bereiten sich auf den Winter vor. Ja, die meckern die ganze Zeit hier, dass sie mehr Leute brauchen oder wollen. Und wir doch bitte Häuser bauen sollen für die. Ne? Da brennt schon wieder was wegen Blitzschlag. Ich bin mir aber nicht zu 100% sicher, ob wir das machen sollen. Einfach, weil es dann doch wieder sehr schnell ins Minus gehen kann hier mit der Nahrung. Wir sehen das ja. Immer viel zu viel. Bam, runter, rauf. Ne? Das ist das Problem. Ich weiß nicht, ob dann... ob das reicht, ob das nicht reicht. Wir können mal gucken. Wir können mal Folgendes machen. So, speichern. Und zwar hier auf dem LP. Jo. Dann kann man zur Not nochmal neu laden, wenn wir draufgehen sollten. Fortsetzen. Und dann tun wir jetzt einfach mal noch ein paar Wohnräume hier hinbauen. Wenn sie sagen, sie wollen die haben. So. Und so. So. Und so. Bitteschön. Hier auch noch. So und so. Und dann kommt da noch die Straße drumherum. Richtig schön. So. So. Hier noch dran. Bitteschön. So, da oben kommt bestimmt der Markt nicht mehr dran. An das Haus nein. Schade. 45 Dorfbewohner haben die Schule abgeschlossen. Na, das ist doch super. Das gefällt mir. So, was ich übrigens total vergessen habe, sind die Kommentare. Die lesen wir jetzt mal vor, ja. Zumindest schon mal den ersten. Der kommt vom Hartmut. Der schreibt, nice, das Spiel ist richtig spannend zuzuschauen. Ja, spannend und entspannend vor allem. Richtig, richtig schön. Ich habe hier jetzt mal schon mal auch den Flachs reingemacht. Aber der Flachs ist der Boden eher kacke geeignet. Wir haben nur keinen Sand. Da müssen wir erstmal mit so auskommen. Und dann, wenn wir Sand haben hier, können wir da ein bisschen Sand draufpacken. So dass wir da dann den Boden verbessern können für den Flachs. Und dann können wir uns halt Pflanzen raussuchen, die halt in dem Boden auch gut gedeihen. Aber guck mal, wir sind schon hier an der Ausgrabungsstätte sind wir schon. Krass. Aber dafür brauchen wir halt einen Tempel. Da müssen wir gucken. Da müssen wir gucken. Hier wäre das echt besser gewesen mit dem Dorf und dann hier die ganzen Farmen bauen. Aber okay, it is what it is, wir können es nicht ändern, jetzt ist es so. Fertig. So, du bist auch gut dran hier. Im Lager letztes Jahr 12 Kerzen produziert. Nicht so viel. Nicht so viel, mein Lieber. Nicht so viele Kerzen produzieren. Aber wie auch, guck mal, der hat im letzten Jahr 4 Wachs produziert. Und er 3. Also 7 Wachs, 12 Kerzen. Unter der Voraussetzung ist das dann doch gar nicht so schlecht, ne? Kann ich ihnen eigentlich auch einzeln sagen, hier, sie sollen aufsteigen? Liefert Unterkunft. Darf ich das? Wohnraum? Verschieben? Zurückbauen? Nein. Gibt es da keine Mod für, die das automatisch hoch und runter baut? Was würde mich mal interessieren? Die Klamotten. Wir müssen halt warten, bis die Klamotten haben. Mit dem Flachs hier. Jetzt bei 85%. Hier reicht es übrigens, 8 Stück, ja, gib mal her. Hier reicht es übrigens, einmal das Feld pflügen drin zu haben.
Wir hatten das eben auf 12-13% locker gereicht, dass das da runter geht. So, 108 Leute. Jetzt müssen wir natürlich gucken wegen der Nahrung. Jetzt wird es interessant. Wir haben den Jäger da noch. Wir könnten eigentlich direkt noch einen Sammler bauen hier. Weil das einfach zu wenig ist. Jägerhütte. Sammlerhütte. Wo können wir die hinsetzen? Können wir hier hinsetzen? So. Mal gucken, wo wir die sammeln lassen. Vielleicht hier hinten irgendwo. Hier ist ja auch viel. Mit Weißdorn, Haselnuss, Nüsse. Alles voll mit Nüssen. Das könnten wir auch noch einsammeln. Das könnten wir noch einsammeln. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Zwei Kinder sind erwachsen geworden. So, ich weiß, ich kann hier oben, da kann ich automatische Gebäudeverbesserung einschalten und ausschalten. Aber dann nimmt der natürlich wieder alle. Ich wollte ja nur vielleicht ein Haus hier aufwerten. Zusätzliches Einkommen, erhöhte Robustheit, größere Zufriedenheitsbonus durch Attraktivität, zusätzliche Wohnraumkapazität. Was haben wir denn hier noch an Dekorationen? Können wir da irgendwas reinpacken? Vielleicht hier so einen kleinen Garten oder so? Oder ist ja nicht für da hinten, ne? Das müssten wir mal für die nächsten hier machen. Dann wird es ab hier halt ein bisschen breiter. Straße und Zaun, gib mal her. Das hier kann ich abreißen. Ja, will ich abreißen. Sollen nämlich sauber miteinander verbunden werden. So, schauen wir doch mal. Bupp. Ach, die müssen jetzt Bäume fällen hier, damit das geht. Okay. So, das ist schon mal sauber verbunden. Dann guck, jetzt haben die nämlich einfach alle so einen grünen Streifen da in der Mitte, das ein bisschen kacke aussieht. Wenn wir das dann gleich noch ändern, dann können die da auch wunderbar noch so einen kleinen Garten hinten drin haben. Weiter hier, ey, das ist ja doof. Das ist ja doof. Müsste ich die ganze Straße abreißen, ne? Guck bis da hinten hin. Tschüss. Warten wir lieber erstmal. 10 Monate essen. Na guck, jetzt geht's nämlich auch hoch. Ist der fertig? Der ist fertig. Aber es gibt nichts zu sammeln hier. Es gibt nichts zu sammeln. So, da gibt es viel zu sammeln. Dann können die da sammeln. Auch wenn es ein bisschen dauert, weil sie durch die halbe Stadt laufen müssen. Mats Play schreibt, ich spiele immer noch WoW Classic. Danke für die Nachfrage. Ja, gerne. Gerne. Immer gern. Wusste ich doch, dass du WoW spielst. Hat's dir mal erzählt, ne? Hab auch deine Videos zwischendurch mal gesehen. Wurden die mir vorgeschlagen. So. Hab mal eins nebenher laufen lassen, aber leider, wenn du da luxemburgisch sprichst, verstehe ich kein Wort, muss ich ehrlich sagen. Aber ich denke, das ist auch schwer zu verstehen, wenn man nicht damit aufgewachsen ist und das von klein auf kennt. Das wird gedüngt, okay, jetzt sind wir hier, dann geht das weg, dann ist das voll perfekt. Dann können wir hier jetzt mal gucken. So, das hier macht minus 2%. Das macht plus 3%. Das heißt, die beiden kommen jetzt erstmal weg. Dann können wir hier wieder schön einmal Frost. 1%. 2%. Die packen wir hinten ran. Dass wir dazwischen frei haben. So, der kann weg. 1%, 2%, 5%. Er macht, wie gesagt, minus 2. Was packen wir jetzt hier noch rein? Was viel bringt. Oder bringen könnte. Frosttoleranz. Frosttoleranz minus 2. Minus 2.
Ja, nehmen wir mal Karotten, aber erst wenn das hier ist. So. Und dann können wir so machen. Dann passt das so. Dann haben wir nämlich minus 2. Und minus 2 sind minus 4. Plus 3 sind minus 1. 0, 1%. Also es steigt immer um 1%. Egal, was du machst. Oh nein, was ist hier? Ah, Mehltau. Jetzt haben wir auch noch eine Krankheit hier. Erstmals in den Wochen nach der vollen Blüte sichtbar. Bohnen, Erbsen, Buchweizen, Karotten. Na toll. Was machen wir jetzt? Jetzt müssen wir das natürlich, das wird immer weniger. Ne? Wir müssen warten, bis das weg ist. Ne? Das müssen wir. Geht das von alleine weg und wir kriegen nur weniger oder wird das immer mehr und mehr? Da müssen wir mal schauen. So, die haben hier gewuselt. Das müsste gleich weggehen. Da bin ich mal gespannt. So. Ach guck mal, 1600. Die hier können auch wieder an. Hab ich total vergessen. Ob ich die gleich wieder hier, ne? Sitzen wir hier, haben kein Brennholz. Wegen mir. Warum rennen die alle hier rum und machen nichts? Haben die nichts zu tun, oder was? 48 Arbeiter. Weißt du, was wir jetzt mal machen könnten? Wir könnten jetzt schon mal nach so einem Ressourcen. Wir hatten doch hier so ein Arbeiterlager, ne? Genau, ein Arbeitercamp haben wir hier. Guck. Das können wir schön hier an den Rand bauen. Machen wir mal gerade die Straße. Pass auf. Dann können die nämlich da schon mal immer Holz und so weiter holen. Straßen und Zäune. Dann machen wir das hier hin, weil hier wollten wir ja auch noch Felder hin machen. Ziehen wir die Straße hier so durch. Bis hier unten hin. So, macht er die mal. Und da unten dran können wir dann das Arbeitercamp machen. Ressourcen. So. Letzte Mal so hier ran. Hier weg. Oh, werden schon wieder angegriffen da unten. Neu rein hier. Von hier unten. Von denen, oder was? Oh, da oben sind sie auch. Die Säcke! Hau ab! Jetzt greifen die alle den Turm da an, ne? Also der eine scheint echt nicht genug zu sein. Das sind ganz schön viele, du! Warum sind das so viele? Weil ich wieder gepennt habe, ne? Ach, wie schön. So, hier unten kommen sie auch, oder was? Uns weg. Die steht noch. Okay. Sehr gut. Bitte neu aufbauen. Kostet wieder Steine und Gold. Wir haben es ja dicke. So, wir haben halt noch keine Soldaten und nix, ne? Wir haben nur die Türmchen da. Deswegen müssen wir mal gucken. Nur wenige Bauhandwerker. Zu wenige Arbeiter verlangsamen das Bauen und Sammeln von Ressourcen. Ja, jetzt haben wir wieder 5 von 6. Dann machen wir 10. Bitteschön. So, gucken, was da gibt. 3 Dorfbewohner. Jetzt haben wir 125 von 132. Was haben die denn geklaut jetzt? Plünderer getötet, 16. Umfang des Raubzugs, 23. Dorfbewohner getötet, 0. Ja. Wachen ausbilden, Türme, bla bla bla, ne? So, jetzt können wir dem Lager sagen. Einfach mal hier. Bitteschön. 1:1, aber hier ist sowieso nur Holz. Packe ich mal 4 Stück rein. So, immer noch 44. Viel zu viele, ne? Viel zu viele. So, hier kommt der Flachs. Das heißt, wir könnten direkt nach Ressourcen. Wo war er? Töpferei gibt es auch. Könnten wir auch noch machen. Sehr gut. Weberei hier. Die Weberei brauchen wir. Kann in beide Richtungen. Dann kann die dahin. Dann nehmen wir noch die Töpferei. Die ist hier. Passt die auch hier rein? Nein, natürlich nicht. Zu groß.
Dann kommt sie hier hin. Alles an die Straße da. Sagt ihr auch. Alles ist voll hier. Alles ist voll. Aber dann können die auch mal produzieren. Bei Ton haben wir ja mittlerweile 265. Das ist ja in Ordnung. So, Stämme sollten jetzt auch immer von alleine nachkommen. Müsste dann der Ochsenkarren holen hier, ne? Nein, hier will ich kein Gold mehr. Okay. Gut, scheint weg zu sein. Glück gehabt. Nahrung für 12 Monate, passt auch. Jo, 574 haben wir da. So. Genau, er braucht Flachs. Müsstest du jetzt kriegen. Liegt ja da oben rum, kannst du holen gehen. Die brauchen Steine und Holz. Perfekt. Alles rein hier. Komm, alles rein. Wir wollen Klamotten herstellen. Oh nein, jemand ist an Typhus erkrankt. Verdammt. Also so langsam fängt es an, ein bisschen kompliziert zu werden, beziehungsweise differenzierter hier, ne? Ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Schön. Richtig schön. Gefällt mir. So, die Frage ist nur, kriegen die jetzt mal... Ah, die haben im Lager 184 Flachs. Okay, dann können sie jetzt die Sachen herstellen. Sehr gut. Da liegt Fisch. Da liegt Fisch. Ich glaube, wir könnten ja auch noch einen Fischer hinsetzen. Ja. So. Straße. Sehr gut. Passt. Kann der hier noch ein bisschen fischen. Der Karren fährt hier durch die Straßen. Ach, ist das schön, ey. Ist das schön. Wunderbärchen, Wunderbärchen. Die sind wieder bei 6% Unkraut, aber das reicht locker. Jetzt gleich wird er hier schon wieder gerodet. Rübezahlt. Sehr gut. Auch noch ganz. Jo. Mit 3700 Tonnen. Passt also. Oh, die wollen alle aufwerten hier, aber ich will das nicht. Mal Nahrung, Wasser, bisschen wenig. Könnte man auch noch. Nämlich, irgendwo muss ja... Ressourcen, Wasser. Genau, irgendwo muss ja hier Wasser sein. Pack mal ein. Bitteschön. Der ist fertig. Der ist fertig. Sehr gut. 40, 40, 40, 150%. So. Da kann er angeln, da ist jede Menge. Heidelbeerbusch, Heidelbeerbusch, da müssen wir noch aufpassen. Langsam kommen wir in die Nähe vom Plündererlager hier. Das will ich nicht, das gefällt mir nicht, das muss weg. So. Das haben wir. Da ist der Ochse wieder. Ja, langsam müssen wir darauf hinarbeiten, dass wir wirklich auf Stufe 3 kommen. Dafür brauchen wir aber noch 2000 Gold. Einen Handelsposten brauchen wir auch noch. Und halt 25 Häuser. Ich glaube, die Häuser werden das Schwierigste, dann die aufrechtzuerhalten. Und die erstmal zu bauen. Wo ist denn der Handelsposten? Hier bei den Annehmlichkeiten irgendwo, ne? Oh, wieder 10 Steine. Kann ich irgendwo hier reinsetzen? Kann ich. Kann ich hier hinsetzen. So, dann haben wir den nämlich auch. Dann fehlen wirklich nur 150 Leute, 25 Häuser und halt 2000 Gold. So. Ich glaube, in den Handelsposten kann auch noch ein bisschen rein.
haben die hier? Es gibt keine Steine in Reichweite dieser Arbeitsstätte. Ja, ich weiß. Ich sollte auch keine Steine sammeln. Ich sollte ja nur... Nur Holz. Nur grobe Bäume. Was ist das? So. Ach, dass die nachwachsen, schätze ich jetzt mal, ne? Oder hier die Vertrockneten da drin. Und den Rest lassen sie da. Irgendwie so. Wird schon. Oh, guck mal hier, der Handelsposten wird gebaut. Juhu! Sehr schön. Sehr, sehr schön. Jetzt können wir Handel treiben. Wir haben nur nichts zum Handel treiben. Alles, was wir haben, brauchen wir selber. That's the problem. That's the problem, ey. Stufe 3 kommt an der Kneipe. Apotheke schmeißt mich weg. Hier haben wir die Wagenwerkstatt. Die haben wir. Kornspeicher brauchen wir noch nicht, weil wir noch keinen Korn haben. Hier brauchen wir 25 Eisenbarren. Vielleicht können wir die über den Händler kaufen. Wer weiß. Nahrungsproduktion haben wir jetzt erstmal alles. Obstplantage könnten wir uns noch angucken. Ein Hühnerstall? Ja, nice. Dann haben wir immer Eier, ne? Ziegenstall. Produziert Fleisch, Leder, Talg. Ja, geil. Okay, die brauchen aber halt, müssen vom Händler gekauft werden. Müssen vom Händler gekauft werden. Gut, das wird teuer. Das wird richtig teuer. Ressourcen gucken wir hier erstmal. Kohle. Töpferei. Weberei. Haben wir die Töpferei überhaupt? Ja, die haben wir hier, ne? Jo. Okay, dann haben wir soweit alles. Kerzenwerkstatt haben wir auch. Seifensiederei haben wir noch nicht. Aber wir haben auch noch keinen, der da die Kräuter sammelt. Deswegen müssen wir gucken. Und unseren Heilhaarhaus haben wir auch noch nicht. So, Sparti schreibt noch. Danke für die neue Folge. Ich liebe das Gewusel und diese Games sind für mich so richtig zum Entspannen. Danke dir vielmals. Nichts zu danken, lieber Sparti. Ich muss dir danken, dass du das schaust. Es ist ja auch mega schön. Wunderschön. So, da läuft alles. 65 Beeren. Da hat jemand Typhus. Soll vorkommen. Was für Waren hat der Händler denn? Drück mal gerade Pause. Können wir gucken, was der hat. Ja, was ist das hier? Armbrüste, Weide und sonst nichts, ne? Nö. 0000. Nix, was uns interessiert. Wirklich nicht. 60 Honig können wir dem verkaufen. Mentas hat 0 Honig. Der Händler kauft diese Ware. Der Händler verkauft diese Ware nicht. Okay. Ah, der, ja, wir haben den nicht in Dingens, ne? Ach, egal. Wir wollten erstmal nur gucken. Erstmal nur gucken. So, ihr seid auch noch dran. Ja, ein bisschen. Ein bisschen. Friedhof ist noch Platz. Jo, ich glaube, hier ist erst einer. Erst einer verscharrt worden. So, hier wird wieder Unkraut weggemacht. Das ist gut. Bei euch hier kommt gerade nichts. Und dann kommen die, die Erbsen da. Bohnen oder was auch immer das ist. 84, 4% Unkraut, das reicht auch locker. Das reicht locker. Wie viele Klamotten haben wir denn jetzt schon gemacht hier, wenn ich fragen darf? Ich glaube, den Sand kannst du auch vergessen. Im letzten Jahr 15 Stück hergestellt. Das ist doch super. Das ist super. Gefällt mir. Dorfbewohner benötigen jeden Monat eine bestimmte Menge Wasser, um zu überleben und saures Wasser, um Krankheiten vorzubeugen. Okay, da müssen wir mal gucken. Warum haben die denn so wenig Wasser? Ressourcen, Wasser. Ist echt nicht viel, ne? Aber die haben halt überall, guck mal, da ist ein Brunnen, da ist ein Brunnen, da ist ein Brunnen. Hier unten auf die Ecke könnte noch ein Brunnen. So, der ist weit genug weg. Ja, oben könnte noch einer hin. Hier könnte noch einer hin. So, überall mal Brunnen haben, wo sie halt was trinken können und sauber Wasser holen und so. So, sollte eigentlich passen. Sollte eigentlich passen. Bin ich mal gespannt. Was fehlt uns jetzt noch hier?
25 Häuser, 150 Leute. Die kommen von alleine, wenn wir die aufwerten lassen. Und halt 2000 Gold. Typhus. Okay, schon wieder. Pocken sind die Möglichkeit. Dann würde ich sagen, pass auf, machen wir nochmal Folgendes. Speichern auf LP. Jawohl. Zack, zack. Dasselbe wie eben mit den Feldern. Fortsetzen. Und jetzt erlauben wir ihnen mal, hier aufzuwerten. Das machen die auch direkt. Dann können wir gucken. Kein Goldlager. Dann können wir gucken, was die dann noch alles brauchen. So. Ein Gebäude steht in Flammen. Na toll. Wer brennt denn da schon wieder? Super. Dankeschön. So, was brauchen die jetzt? Luxusgüter. Was auch immer Luxusgüter sind. Ich weiß es nicht. Und hier oben, die wollen jetzt Kerzen. Die wollen Töpferwaren. Das sind wir ja schon alles am Machen. Stadtzentrum Stufe 3 gebaut. Haben wir noch nicht. Okay. So. Blub, 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 blub. Aber jetzt kaufen sie auch die anderen Sachen, ne? So, wir müssen mal gucken bei der Seifensiederei. Wo ist hier, ich glaube, war es das hier? Ne, das ist Weißdorn. Wir müssen mal gucken, wo es die Sachen gibt hier, die die haben wollen. Das ist alles Weißdorn. Wir brauchen ja diese komischen Kräuter für die Seife und den Talg halt, ne? Ton, Weide, da hinten ist Ansammlung von Kräutern. Die hier sind das, ne? Dann gibt mal her. 1, 2, 3, 4. So. Und dann machen wir jetzt hier noch Ressourcen. Wo ist der Sammler? Ach, ist hier wieder, ne? Sammlerhütte, jo. Dann kommt die mal hier so hin. An die Straße. Dann kann die da oben sammeln gehen. Damit wir auch die Kräuter kriegen hier. Die brauchen wir dann offensichtlich für die Seife. Brauchen wir noch keine Seifensiederei bauen. Wenn wir noch keine Kräuter haben. So, das hier ist Haselnuss. Und die Kräuter, die können wir nicht... Nein, können wir nicht verschieben. Okay. Schade. Das ist hier alles Haselnuss. Gut. Da kommt noch keiner, oder was? Sieht nicht so aus. Okay. Dorfbewohner ist gestorben. Woran denn? Wurde der vom Tier gefressen? Kann das sein? So, dann machst du mal hier. Genau das möchte ich haben. Bitteschön. Was ist hier? Tiefes Sandvorkommen. Das ist super. Haben wir schon mal Sand auch unendlich. Das jetzt nochmal für Ton und ich bin glücklich. Hier schon wieder. Halt mal, wer ist das? Wolf. Verpiss dich! Hör auf, unsere Leute zu fressen. Okay, die sind nicht gut auf uns zu sprechen anscheinend. Schauen wir mal. Aber das ist doof, wenn der Sammler da hinten das Zeug sammeln gehen soll und da immer die Wölfe sind. Aber vielleicht waren die ja hier hinten. Wir werden sehen. Wir werden sehen. So, und das hier ist, was? Durch Frost vernichtet? Was wurde durch Frost vernichtet? Okay, dann ist der hier, muss der doch ein bisschen zurück. Dann ist es eindeutig zu kalt gewesen dafür. Hm. Gepflanzt 370, geerntet 450. Okay. Immerhin ist es wieder ein bisschen gewesen. Das passt ja. So, was habt ihr? Ihr habt Kerzen, ihr habt Töpferwaren, das passt. Ja, wunderbar. Wunderbar. Es läuft. Es läuft, es läuft. Die Nase rund. Die dund. So. Haben wir Stufe 2 fast abgeschlossen hier? Fehlen noch die Häuschen, die aufwerten müssen. Und ein paar Leutchen. Plus ein bisschen Gold. Aber das kriegen wir auch noch hin, würde ich sagen. Das kriegen wir auch noch hin. Da wir jetzt hier sowieso schon wieder ein bisschen Plus machen, können wir noch ein bisschen Verteidigungsanlagen bauen. Zum Beispiel noch einen Turm hier rein irgendwo. So, hier oben, ne? Hier wäre einer gut.
Nirgendwo kommt es an die Straße, nur hier. So. Passt doch. Geht hier noch einer irgendwo rein? Da. So. Lass hier schön Pfeile wieder fliegen. Steine können wir hier auch noch mal ein paar machen. So. Wie sieht's aus mit Kräutern? Haben wir da welche? 366 haben wir. Und Talg haben wir 258. Dann bauen wir doch mal direkt die Seifensiederei hier. Hier ist sowieso alles rot. Ich mache jetzt nur gerade nochmal eine Straße hier durch. Dass ich irgendwo eine habe. Sonst vergesse ich das wieder und gleich ist alles dicht. So, bis hierhin bitte. Und da können wir jetzt die Seifensiederei dran bauen. Ressourcen, Seifensiederei. Ich bin dabei. So. Perfekt. Da können wir nämlich auch die Seife hier an die Leute verteilen. Für Gesundheit, dass wir nicht so viele Infektionen bekommen. Ich denke, das sollte von Vorteil sein. So, ihr seid dran. Jawohl. Passt. Ihr seid dran. Karotten, aber da ist gerade gar keiner dran. Kann das sein? Die ist gut. Da könnte man dann vielleicht die hier auch noch tauschen gegen Karotten. So und so, weil dann können wir für alle mehr Sand holen. Haben wir Sand? Nein, ne? Sand haben wir nicht. Okay. Dann macht mal. Da kommt der Händler wieder. Juhu! So, Seifensieder arbeitet. So, wir haben noch 37 Arbeiter. Wir haben hier Handwerker 0 von 10, weil gerade nichts zu bauen ist. Das passt aber. Gut, was hat der reisende Händler hier? Der hat gar nichts. Wenn, muss ich hier gucken. Ach, wieder dasselbe, ne? Käse, Stein, Kräuter. Wir haben immer nur so einen Kack hier. Immer nur so einen Kack. Was ich nicht brauche. Aber das ist nicht schlimm. Wir müssen ja eh 2000 Gold sparen, damit wir auf 3 aufsteigen können. Und wir müssen auch noch ein bisschen auf der hohen Kante haben für sonst. Und schauen, was wir da dann alles bauen müssen. Das kommt ja alles dazu. Da kommt noch einer hier, ein Händler. So wie es aussieht. Ja. Fehlende Nahkampfwaffen. Was? Ah, okay. Wir haben keine Nahkampfwaffen mehr. Gut zu wissen. Dann müssen wir die bald auch bauen. Aber Eisen brauchen wir ja noch gar nicht machen. Weil es halt noch dauert. Wir werden hier eingesammelt. Geerntet 121, aber es zu spät war, ne? Machen wir mal den hier. Mit noch 10 drauf. Wollen wir das? Wir testen es mal. Wir können sie ja wieder abziehen da, wenn wir hier nicht mehr genug haben. Weil im Moment haben wir mehr als genug, Leute. Die Nahrung reicht auch. Das passt. Wichtig ist mir halt, dass die Gebäude hier, dass die kriegen, was sie brauchen. Und sie nicht absteigen. Sonst ist das so ätzend. Oh, die Weberei hat noch 40. Letztes Jahr 28 produziert. Nächstes Jahr kommt aber erst wieder. Ach, schon wieder Krankheit hier. Schon wieder Mehltau. Gibt's doch nicht. Warum? Warum schon wieder Mehltau? Händler 1. Okay. Du hast aber auch nichts Tolles. Du hast auch nichts Tolles. Bier. Aber das können wir demnächst selber machen. Leider noch nicht jetzt. Ja, wunderschön hat es sich entwickelt hier bis jetzt. 138 Leute, kurz vor den 150, die wir brauchen. 2 Felder laufen jetzt, auch wenn sie nicht optimal von der Fruchtbarkeit her sind.
Hier hinten haben wir dann Arbeiterlager, was automatisch Bäume fällt und so weiter. Das heißt, das ist auch kein Problem mehr. Wir machen Seife, wir machen Klamotten, wir machen Geschirr. Es läuft. Unseren Leuten geht's gut. Und ich hoffe, dir geht's auch gut. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Und wie immer, danke für deine Zeit.